Zu Wort gemeldet ist die Abgeordnete Fischer. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Frau Ministerin, sehr geehrte Damen und Herren. Bei Umweltschutz, bei Klimaschutz, bei Elektroschrott ist es die Macht der kleinen Schritte. Und wenn wir heute hier dieses Gewährleistungsrecht umsetzen, dann machen wir eines. Sie alle hier können gerade, wenn Sie wollen, Sie sollten es nicht tun, das Fußballmatch streamen. Sie alle haben Endempfangsgeräte, Smartphones, Tablets, Laptops und damit bekommen Sie digitale Inhalte. Und Sie kaufen diese digitalen Inhalte. Und was in diesem Gesetz jetzt drinnen ist, und das ist sehr gut so, wenn Sie ein Update brauchen von der Software, wenn das Streamen nicht funktioniert, dann können Sie zum Unternehmen gehen und sagen, ich will ein Update haben. Ich will, dass mein Gerät funktioniert. Und das können Sie zumindest für 2 Jahre verlangen. Das ist zum Beispiel bei einem Smartphone. Sie kaufen sich ein Smartphone und normalerweise, wenn es Probleme gibt, gibt es Probleme innerhalb vom ersten halben Jahr. Jetzt ändern wir das. Die Beweislastumkehr heißt, wenn die Beweise so sind, dass der Unternehmer sie klarstellen muss, wird es für den Verbraucher einfacher. Und wenn die Gewährleistungsfrist so ist, dass die Beweislastumkehr von einem halben Jahr auf ein Jahr verlängert wird, dann ist das ein großer Wurf. Und dann ist das für den Elektroschrott, bedeutet das, wir schmeißen viel weniger Handys weg. Und wie machen wir das jetzt, dass wir uns darüber freuen können? Diese Gewährleistung ist gut für den Klimaschutz und wird dazu führen, dass wir weniger Handys wegschmeißen. Und es ist natürlich nicht leicht, um 22 Uhr über ein Gesetz zu sprechen, was Verbraucherinnen und Verbrauchern viel bringt. Diese Richtlinie nicht umzusetzen, ist das Schlechteste. Und zu sagen, ich weiß es besser und ich kann es besser. Wir haben hier eine EU-Richtlinie, die die Gewährleistung besser macht, die dazu führt, dass wir zum Beispiel nach der Gewährleistungsfrist, ja, haben wir noch 3 Monate Zeit, etwas geltend zu machen, wenn wir mit dem Unternehmer nicht sofort Kontakt herstellen können. Ihr habt es vielleicht in Pandemiezeiten gemerkt, du erreichst die Unternehmer nicht so schnell, du hast eine Waschmaschine, du hast ein Smartphone, du hast einen Trockner. Und du hast jetzt die Möglichkeit, diese Dinge länger geltend zu machen. Und deswegen ist dieses Gewährleistungsrichtlinienumsetzungsgesetz ein gutes im Sinne des Klimaschutzes. Danke. So, Ulrike Fischer von den Grünen.